verbindet sie mit ihrer Stadt Dresden. Nicht nur ein Heimatgefühl, sondern auch eine langjährige Familientradition. Über Generationen haben sich die Wagners dem Dachdeckerhandwerk verschrieben. Unsere Familie ist seit 125 Jahren mit Dresden und dessen Dächern stark verbunden. Dresden ist eine wunderschöne Stadt geworden und wir sind stolz, mit dazu beigetragen zu haben. Der Alltag der Wagners wird stets von neuen Herausforderungen gelenkt. Besonders im Büro geht es oft hektisch zu. Kaum einen Moment, in dem die Telefone schweigen. Hier laufen die Fäden zusammen. Vieles muss geplant und organisiert werden. Norbert Wagner, der jüngste der Familie, ist inzwischen auf einer Baustelle. 1999 ist auch er ins Unternehmen eingestiegen, hat seinen Meister gemacht und ist heute einer der drei Geschäftsführer. Also man ist lieber mal draußen, besonders bei so einem schönen Wetter, mal richtig praktisch zu arbeiten, was in die Hand zu nehmen, was am Ende zu sehen. Im Büro hat man meistens immer die Erfahrung, man kalkuliert was, man schreibt irgendwas. Wenn ich hier was sehe, was die Kollegen machen, was sie gearbeitet haben, man sieht dann am Ende was. Leider beim Flachdach sieht man das nicht von außen, also von unten. Bei einem Stahldach, Ziegeldach oder Schieferdach, dann sieht man das direkt auch mal aus einer anderen Perspektive. Von der denkmalgeschützten Villa bis hin zum modernen Einkaufszentrum. Die Liste der Objekte ist vielfältig. So wie die Aufgaben, die auf der Baustelle oder im Büro zu lösen sind. Macht doch wieder Spaß, wenn man mal selber mal ein bisschen was anpacken kann, was in die Hand nehmen kann. Man kann da mal ein bisschen vielleicht mal gedanklich etwas abschalten, man kommt ein bisschen zur Ruhe. Man fährt dann ein bisschen alles wieder runter und man kann wirklich mal diesen theoretischen Stress, den man hat im Prinzip im Büro, beiseite lassen und man kann sich hier bei solchen Arbeiten dann ausbauen. Für die Wagners ist er vertraut und faszinierend zugleich. Der Blick über Dresden gibt Gelegenheit für eine Reise in die eigene Geschichte. Und diese beginnt vor 125 Jahren. Als Heinrich Wagner einen Dachdeckerbetrieb bei Chemnitz übernimmt. Bald darauf siedelt der 26-Jährige nach Dresden über. Dort wird sein Sohn Paul geboren, der den Betrieb ab 1916 fortführt. Dresden bleibt vom Ersten Weltkrieg unberührt und ist in den Jahren darauf vom kulturellen und wirtschaftlichen Wachstum geprägt. In den 30er Jahren bricht ein regelrechter Bauboom aus. Eine glanzvolle Zeit, auch für die Wagners. Bis 1945. Dann holt auch der Krieg die Familie ein. Ein Sohn kehrt nicht in die Heimat zurück und Dachdecker-Obermeister Paul wird selbst Opfer der verheerenden Bombennacht im Februar 1945. Nichts bleibt vom Besitz in der Rosenstraße. Doch sein Sohn Heinz überlebt den Krieg und nimmt kurzerhand die Geschäfte der Dachdeckerei wieder auf. Er wagt einen Neuanfang mit 4 Mitarbeitern. Zu tun gibt es viel. In den folgenden Jahren kommt es zur Verstaatlichung vieler Betriebe. Kleinbetriebe, vornehmlich im Handwerk, dürfen in privater Hand bleiben, jedoch mit starken Einschränkungen. Bis zu 90% ihres Gewinns müssen auch die Wagners an den Staatshaushalt abführen. 1954 kommt Sohn Thomas zur Welt. Er wird später ebenfalls Dachdecker und übernimmt 1982 die Firma. In den folgenden Jahren erhalten unzählige Wohn- und Geschäftshäuser, Hotels und Gaststättenbetriebe ein Dach von den Wagners. Also damals war ich ja ein Mitarbeiter auf der Baustelle gewesen, kannte die Abläufe im Büro nicht so genau, aber die Einschränkung gab es halt von den Materialien. Die wurden auf Zuteilung den Betrieben übergeben. Die Firma Wagner hatte zum Beispiel in einem Jahr mal 5 Dachfenster bekommen und das musste für das ganze Jahr reichen. Und das waren auch keine Wohnraumdachfenster, sondern einfach ganz normale Blechfenster als Dachausstieg. Mit dem Mauerfall 1989 bricht für das Unternehmen eine neue Zeit an. Eine Zeit mit neuen Chancen und Perspektiven. Entscheidungen dürfen wieder selbst getroffen und Lehrlinge eingestellt werden. Thomas Wagner wird kurze Zeit später Obermeister der Dachdeckerinnung Dresden.
Das Unternehmen kann sich mit anspruchsvollen Objekten behaupten, sodass 30 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden können. Doch das Glück der Wagners soll nicht ungetrübt bleiben. Plötzlich und völlig unerwartet stirbt Thomas im Alter von 45 Jahren. Seine Frau Gabriele, die bislang keinen Einblick in die Geschäfte hat, entschließt sich, diese zu übernehmen. Natürlich war es ein Schock für mich. Aber mir war es wichtig, das Handwerk und die damit verbundene Familientradition, die mein Mann und seine Familie über 4 Generationen aufgebaut haben, weiterzuführen. Der Erfolgsdruck und die neuen Aufgaben machten mir den Eintritt ins Unternehmen sehr schwer. Aber Schwäche konnte ich mir nicht leisten. Nach Jahren voller Sorgen und Mühen steuert heute Gabriele Wagner der Zukunft erfolgreich entgegen. An ihrer Seite die beiden Söhne Kai und Norbert sowie 20 Mitarbeiter, die sie unterstützen und denen sie vertrauen kann. Mittlerweile ist Sohn Norbert für den Bereich in und um Dresden verantwortlich. Kai leitet seit 2005 eine Niederlassung im baden-württembergischen Giengen und ist stellvertretender Landesinnungsmeister. Also als kleines Kind, aus einer Schulzeit, wollte ich gerne Binnenschiffer werden. Ich wollte zur See, die Schifffahrt hat mich schon immer interessiert. Das Interesse hat eigentlich mein Vater geweckt zur Dachdeckerei. Er hat damals gesagt gehabt, ja, komm mal mit zur Feiernarbeit, schau das mal mit an. Ja, und so bin ich dann mehr oder weniger zum Dachdecker gekommen. Und heute würde ich sagen, ja, es war eine gute Entscheidung gewesen. Einen Teil der langjährigen Firmengeschichte hat Günther Mischke begleitet. 35 Jahre war der Dachdecker bei den Wagners beschäftigt, bevor er 2009 in den Ruhestand ging. Ah, das ist der Lederriemen, okay. Das Teil, was ich auf dem Rücken habe, ist eine Putte. Damit haben wir einen Sand, Mörtel, alles auf den Boden geschafft. Und vom Boden runter haben wir wieder den Schutt wieder mit runtergenommen. Und da sind sie nie leer gelaufen. Und dann haben sie ihn ausgeschüttet, oben wieder beladen und wieder runter. Und dann sind sie froh gewesen am Abend, wenn Feierabend war. Und trotzdem war es eine schöne Zeit. Mittlerweile geht es auf den Baustellen weitaus moderner zu. Eins hat dennoch bis heute Bestand: die Liebe zum Handwerk. Wenn ich über Dresden schaue und sehe, was in den letzten 20 Jahren getan hat, und mich zurückerinnern kann, wie das davor ausgesehen hat, mit den vielen kaputten Dächern, mit den Löchern in den Dächern drin. Und heute durch die Straßen fahre, durch Dresden und nach oben schaue, bin ich eigentlich richtig stolz, dass ich hier in Dresden ein Dachdecker sein darf, dass ich hier Dächer decken durfte und noch darf. Und ja, es macht viel Spaß, ich bin gerne in Dresden. Und die Architektur, die Dachlandschaften gefallen mir ganz einfach. Bis zur 10. Klasse oder 9. Klasse, kann man sagen, wollte ich gerne Hotel- oder Restaurantfachmann werden, um später mir mal meine eigene Hotelkette zu eröffnen. Aber nach dem Verlust meines Vaters hatte ich mir dann die Gedanken neu sortiert und habe gedacht, nee, du musst im Prinzip im väterlichen Betrieb, im Familienbetrieb mit einsteigen, um die Tradition weiterzuführen. Die 125-jährige Geschichte der Familie ist wechselhaft, verlangte Mut und Durchhaltevermögen, bot Herausforderungen und neue Chancen. Heute arbeiten die Wagners erfolgreich, bereits in 5. Generation, mit dem Qualitätsbewusstsein der Vorfahren und dem Wissen von heute. Für seine zahlreichen öffentlichen und gewerblichen Projekte ist das Familienunternehmen überregional bekannt. Qualität hat bei den Wagners Tradition. Und Tradition verbindet. Seit 1886.